Joho, hallo Leute, herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Adventsreihe. Ihr seht schon, dieses Mal war es ein Schaf. Jetzt suche ich mal ein Schaf raus. Nö, kein Schaf, kein Schaf, kein Schaf. Oder Schaf, Leute, oder Schaf. Ja, schön, dass ich nicht vorbereitet habe, aber ich habe eigentlich schon heute Morgen aufnehmen, aber ich habe es heute Morgen vergessen und deswegen mache ich das hier. Und ach, was das ist, was das ist. Da ist ein Schaf. Okay. So, ich bitte um Ruhe mit die Damen und Herren, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich darf um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Wir lesen weiter vom gestrigen Tage. Dass ich in meinen Erwartungen von meinem Onkel Chill enttäuscht wurde, weil ich in weltlichen Angelegenheiten nicht so scharf war, wie er es gewünscht hätte. Dass ich das ganze Leben hindurch überhaupt stets betrogen und enttäuscht worden bin. Dass ich jetzt ein Junggeselle zwischen 59 und 60 bin, der ein beschränktes Einkommen in Form einer vierteljährlichen Rente besitzt, über die ich, wie ich bemerke, John, unser verehrter Gastgeber, keine weiteren Anspielungen von mir hören möchte. Das Leben, das ich jetzt führe, stellt sich nach der allgemeinen Annahme etwas folgendermaßen dar. Entschuldigung. Ich bewohne in der Clam Road ein sehr reinliches Hinterzimmer in einem sehr anständigen Haus. Man erwartet von mir, dass ich am Tag nicht zu Hause bin, ausgenommen in Krankheitsfällen. Und ich gehe gewöhnlich um 9 Uhr morgens fort, unter dem Vorwand, mich ins Geschäft zu begeben. Ich frühstücke eine Buttersemmel und eine halbe Kanne Kaffee in dem alten Kaffeehaus in der Nähe der Westminsterbrücke. Und dann gehe ich, ohne recht zu wissen, wozu, in die City und sitze in Garys Kaffeehaus auf der Börse. Kaffeehaus und der Bör und auf der Börse. Entschuldigung, Lesefehler. Jo, das war's schon wieder. Ich finde das ganz gut, allen, weil mir viele das Feedback gegeben haben, dass sie es richtig gut finden, dieses Adventsprojekt. Freut mich persönlich natürlich. Was schaffst du mir putzig aus? Auch die Reviews, die ich dazu mache, einmal täglich, kommen ganz gut an. Finde ich persönlich richtig gut. Wobei ich sagen muss, ich vergesse es einfach manchmal. Deswegen habe ich es heute Morgen vergessen. Meine Mutter hat mich daran erinnert, deswegen habe ich es jetzt gemacht. Ich werde auch gleich noch so ein Review machen, mal sehen, ob es wieder eine Serie wird oder ein Film diesmal. Muss ich gucken. Ansonsten, ja. Ich freue mich einfach, dass es euch gefällt. Wisst ihr, das ist so eine Sache. Ich habe es am ersten Bett bekommen, das war dieses Symbol hier, das da, das Türchen. Ich habe gesagt, komm, das machst du jetzt einfach mal und dann ist gut. Ich habe bisher war auf jedem Video davon ein Like und ein Kommentar war auch meistens dabei. Und wenn man sowas als YouTuber sieht, dann das freut einen schon, ja. Und deswegen, das freut mich schon, dass dieses Projekt so gut ankommt. Das kann ich nicht oft genug sagen. Ich meine, die passt nicht sonderlich lang oder so. Ja, okay, sind sie dann halt eben. Na und? Aber es freut euch, das gefällt mir. Und um den schönen Moment nicht zu stören, bedanke ich mich fürs Zuhören. Daumen, egal welche Richtung, ist praktisch. Kommentar mit wertvoller Kritik oder einfach sagen, geile Meile, wäre auch schön. Ansonsten checkt den Kanal aus, seht euch an, was euch reizt und bis dahin, macht's gut, euer Knut. Ciao!